Ja, ich bin's. Es sieht aus, als wäre alles normal, aber es ist irgendwas passiert. Bei der letzten Reportage sind wir irgendwie an so einen Schalter gekommen und es hat uns glatt in die Vergangenheit versetzt. Ihr seht mich jetzt hier und es ist schon eine Art Hilferuf aus dem Jahre 1857. Wir sind zurückversetzt worden in der Zeit. Aber ich komme eigentlich aus der Zukunft, das heißt aus dem Jahre 2013. Und ich habe Dinge gesehen, die ihr noch nicht gesehen habt. Und ich kann von euch jetzt, sage ich mal, nicht erwarten, dass ihr mir glaubt, aber ich hoffe, dass irgendwann mal einer diese Videoaufnahme sieht hier und findet, ich verstecke sie in einer Höhle direkt am Indianergebiet und hoffe, dass sie irgendwann mal ausgegraben wird. Wenn ihr diese Nachricht seht, und ich weiß nicht, wie die Entwicklung in der Zukunft sein wird, ob die gleiche Zeitlinie herrscht, ich versuche mich hier wirklich unauffällig zu bewegen, dann setzt das hier am besten auf YouTube drauf und das ist die einzige Möglichkeit, wie die meisten Menschen davon erfahren können, was in 2013 passiert. Ich kann euch viel erzählen, was hier in der Vergangenheit los ist. Ihr könnt es nachlesen. Aber ich kann euch sagen, die Zukunft sieht ganz anders aus, als ihr es erwartet habt. Und das ist etwas, was sehr, sehr bedenklich ist. Und ich traue mich gar nicht, euch zu sagen, was euch in den nächsten Jahren erwarten wird. Ihr werdet jetzt, ich hoffe mal, das Jahr 2005, 2010 irgendwas in dem Bereich haben. Und ich kann euch sagen, zu Silvester 2010 wird was ganz Gigantisches passieren. Es wird die Welt für immer verändern, so wie ihr sie kennt. Seid darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, welches Weihnachten ihr feiern werdet, aber das nächste Feiern, Weihnachten, wird wahrscheinlich so sein, dass ihr weiße Weihnachten haben werdet. Das ist das, was die Indianer hier überall in ihren ganzen Kalender reingeritzt haben. Ihr werdet wahrscheinlich eine weiße Weihnacht haben. Wenn das zutreffen sollte und ihr guckt jetzt gerade raus und ihr habt Schnee, dann wisst ihr, ich habe recht. Und ich kann euch sagen, was jetzt passiert. Es gibt nur eins, was jetzt wichtig ist, bevor wirklich ich euch die nächste Nachricht aus der Vergangenheit schicke für eure Zukunft halt. Ich wünsche euch jetzt, egal was passiert, erstmal frohe Weihnachten. Richtig frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Denkt nicht an mich, ich komme schon durch. Ich wünsche euch alles, alles Gute zu Weihnachten. Feiert. Es könnte vielleicht das Schönste werden, vielleicht wird Weihnachten danach noch schöner, aber je nachdem, schaut, es kommen harte Jahre auf euch zu. 2011 der erste Kontakt mit Außerirdischen, 2012 die Erfüllung der Maya-Kalender. Die Welt ist anders in 2013, aber dazu erzähle ich euch später. Aber das Wichtigste, was ihr machen sollt, wenn ihr Weihnachten feiert, sprecht mit 10 Leuten darüber. 10 Leute. Wir hören uns wieder, da kommt wer, ich muss weg. Also, ich hoffe, dass dieses Band irgendwann mal gefunden wird und kompatibel ist mit eurer jetzigen Technik. Ciao.